Luzi generell von ihrem Wesen her in dem ganzen Dorf noch die Einzige ist, die noch den Kampfgeist hat, was für sich selbst zu ändern und zu sich selbst sagt, ich möchte das so nicht, aber ich kann es nicht anders. Weil wenn man weiß, dass die Figur eigentlich die Einzige ist, die dem Zuschauer zeigt, es gibt noch was Positives in diesem Tal, kann man also vom Grund auf nicht alles so dramatisch auslegen, wie es vielleicht beim ersten Lesen scheint. Du kommst echt aus Amerika? Ja. Gibt's da wirklich Indianer? Ja. Hast du schon mal angesehen? Also mir macht Spracharbeit, ich finde das wahnsinnig interessant und wenn man dann sich das so langsam erarbeitet und dann nochmal rückblickend guckt, was man da geschafft hat von den ersten Versuchen, wo das wirklich alles noch wie Kauderwelsch im Ohr klang, sich dahin zu arbeiten, dass man das so reinkriegt und das dann auch zu der Rolle passt und man sich dann nicht nur noch auf die Sprache konzentrieren muss, das ist dann schon cool, wenn man es geschafft hat. Bei uns im Tal dürfen nur die Brennerschner Waffen tragen. Was ist nicht? Ja, diese Wut, die vom Lukas kommt, kommt ja aus dieser Ohnmacht und der Befangenheit, einfach dadurch, dass er überhaupt nichts machen kann gegen seine Wut. Ich meine, er kann schlecht akzeptieren, dass seine Freundin jetzt zu einem älteren Herrn kommt einfach so und entführt wird. Sowas ist nichts, wo man sagen sollte, er lebt damit. Und immer weggehen. Wie immer. In unserer Leid. Gleichzeitig hat er überhaupt keine Möglichkeit, seine Wut herzuzeigen, weil jeder Ausbruch wird sofort erstickt. Für mich jetzt da, wie ich in Südtirol war, Schnalztal und so, kann ich nicht wirklich sagen, dass ich der Natur ausgesetzt war. Es war natürlich, klar, man kann vielleicht nicht immer rausgehen und man merkt auch sehr, dass es eben noch so diese urzeitlichen Kräfte dann noch am Arbeiten sind. Ich bin froh, dass ich meinen Beruf ausüben darf und freue mich, oder es beleben mich ganz einfach Rollen wie der Pfarrer Preiser mehr als irgendwelche lustige, spaßige Rollen. Ich möchte beichten. Beichten. Jetzt. Ich finde die Rolle deswegen so sehr interessant, weil sie so gemein und so hinterhältig ist und weil ich mir sehr gut vorstellen kann, dass das Gewicht des Pfarrers in diesem Tal großes Gewicht hat und dass die Leute sicherlich oder ein Teil der Leute sich gedacht haben, was hier in unserem Tal passiert, das geht mit rechten Dingen zu und das soll so sein. Wenn es nämlich nicht so gewesen wäre, hätten die Leute einfach nie zu lange zugesehen in diesem Tal und so viel erlitten, wie das offensichtlich der Fall war.